Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Herzlich willkommen zur zweiten Malmeditation im Create and Care Podcast. Ich freue mich riesig, dass du vielleicht wieder mit dabei bist, vielleicht das erste Mal schon mitgemalt hast, gemeinsam mit mir. Falls nicht, hör dir gerne die erste Malmeditation nochmal ein, so als Einstimmung in das Folgenformat. Falls du mehr Hintergründe und Erklärungen zum Podcast-Format meiner Malmeditation erhalten möchtest, hör dir die Folge 8 nochmal an. Ansonsten nochmal kurz als Erklärung, was es mit dieser Malmeditation von mir auf sich hat. Ich gebe dir in diesem Format, in dieser Folge wirklich eine auditive Malanleitung, einfach nur zum Hören, gemischt mit ein paar achtsamen und meditativen Elementen, die dich wirklich aus dem Alltag rausbringen sollen und vor allen Dingen mit der Kreativität, die ja Grundbestandteil ist, und ja, Methoden und Aspekten der Achtsamkeit zu mehr Selbstfürsorge bringen soll. Du sollst dich also gut fühlen durch das Mitmalen und Mitmachen meiner Anleitungen in der Folge. Du sollst aber vor allen Dingen auch den Weg, den wir gemeinsam beschreiten, den Prozess, den wir erleben, beobachten, dabei auch innehalten und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, dich und deinen eigenen Erfolg oder auch Nicht-Erfolg nicht bewerten, nicht abwerten, einfach nur zulassen, was kommt. Versuche dich also in den folgenden ungefähr 20 Minuten mit deinem, ja, deinem inneren Künstler zu verbinden, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst, der ist da, und den inneren Kritiker, diesen Schweinehund, zum Schweigen zu bringen. Und dabei helfe ich dir natürlich. Ganz kurz vorab natürlich wieder die Erklärung der Materialien, die ich heute verwende in der Malmeditation. Wir arbeiten heute wieder mit dem Medium der Aquarellmalerei, den Aquarellfarben. Und ich benutze wieder einen Aquarellpinsel, einen Rundpinsel in Größe 6. Ich benutze wieder Aquarellfarben, diesmal aber eine gelbe Farbe und ein bisschen violett-lila zum Abtönen der gelben Farbe. Falls die vielleicht auch bei dir super knallig ist, kannst du immer, kleiner Tipp am Rande, die Komplementärfarbe nutzen, um sie so ein bisschen gedeckter zu machen. Das ist in dem Fall von gelb-lila, aber nur so einen kleinen Hauch. Wenn du es nicht hast, gar nicht schlimm, nimm einfach gelb. Und natürlich brauchen wir auch wieder Aquarellpapier, wieder, egal welches Format, ich arbeite wieder im quadratischen Format, weil ich es einfach liebe. Nicht zu groß, nicht zu klein, meins ist 14x14 cm und cold pressed, also kalt gepresstes, leicht strukturiertes, nicht zu dünnes Aquarellpapier, weil wir auch heute wieder, ja, mit natürlich Wasser, weil Aquarellfarbe und viel Farbe darauf malen. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der folgenden Meditation und hoffe, du kannst sie wirklich als Selbstfürsorge in deinen Alltag integrieren und die kommenden 15 bis 20 Minuten nur für dich selbst und mit mir im Ohr für dich nutzen. Wir beginnen damit, dass wir unseren Pinsel erstmal ins Wasserglas tauchen und ein paar Mal schwenken, damit wir wieder richtig viel Wasser aufnehmen. Mit diesem Pinsel und dem Wasser darauf malen wir dann erstmal einen Kreis. Irgendwo auf deinem Papier, ungefähr in die Mitte, es kann aber auch leicht nach oben versetzt sein, einen Kreis, so, ja, vielleicht 2x3 cm groß mit dem Wasser. Achte auch hier schon auf die Geräusche, die der Pinsel vielleicht macht, wenn er über das strukturierte Aquarellpapier läuft. Und schau dir dann von der Seite den Bereich an, den du schon mit transparentem, klarem Wasser nass gemalt hast, ob es ungefähr ein Kreis ist. Nimm nun noch einmal ein bisschen Wasser aus dem Wasserglas auf mit dem Pinsel und tauche deinen Pinsel anschließend in dein gelbes Aquarellfarbnäpfchen. Hol dir ein paar Pigmente raus und
Gehe dann mit dem Pinsel und der Pinselspitze, die vollgeladen ist mit gelben, wunderschönen strahlenden Pigmenten, in deinen nassen, runden Wasserfleck rein. Tippe einfach mal an einige Stellen und dann male mit den gelben Pigmenten den Wasserfleck noch einmal aus. Denn damit erstellen wir zuallererst mal unsere Sonne im Zentrum unseres Papiers, Zentrum unserer Bühne. Schiebe die gelben Pigmente mit deiner Aquarellpinselspitze von oben nach unten, von links nach rechts, über das Papier, immer innerhalb des feuchten Wasserkreises. Und beobachte, wie sich so nach und nach dein ganzer Wasserfleck mit gelben Pigmenten füllt. Sollten einige Stellen noch weiß bleiben, kannst du dir auch gerne weiß lassen als kleine Highlights, Akzente oder Lichtreflexe. Sollte das nicht der Fall sein, ist das auch völlig okay. Es gibt kein richtig und kein falsch. Versuche das, was du jetzt schon tust, keiner inneren Bewertung zu unterziehen. Wenn du möchtest, kannst du die gelbe Aquarellfarbe, wie angekündigt, mit ein bisschen Violett, ganz, ganz wenig, abtönen auf einer Mischpalette in deinem Aquarellkasten. Also viele gelbe Pigmente mit einem Tupfer Violett-Lila und damit ja ein bisschen erdigeren gelben Farbton erreichen und auch diese Farbmischung nochmal in deinen gelben Kreis eintupfen, um aus dem rein gelben Fleck ja, so ein bisschen einen erdgelben Fleck zu machen oder ein bisschen Akzente, erdgelbe Akzente mit reinzubringen. Schiebe hier wirklich, solange der Fleck feucht ist, die Pigmente von oben nach unten über und durch den ganzen Fleck und beobachte einfach, wie sich das anfühlt, wie das ausschaut, was dabei passiert mit dem Papier, mit den Farben, mit dem Wasser. Sei einfach ganz neugierig. Wenn der Fleck schon zu trocken ist, hol dir einfach wieder Wasser aus dem Wasserglas mit dem Pinsel und tupfe nochmal neues Wasser ein, verschiebe auch das Wasser wieder mit den Pigmenten und auch dadurch können sich dann schöne Trocknungseffekte im Anschluss ergeben. Versuche aber nichts künstlich zu erzwingen, versuche einfach alles, was passiert, zuzulassen, ohne Vorlage, ohne Anspruch an das Ergebnis und zu beobachten. Nun wollen wir natürlich von unserer Sonne, vom Zentrum ausgehend, ganz, ganz viele Sonnenstrahlen nach außen malen. Und das machen wir, indem wir den Pinsel nochmal mit Wasser befeuchten, uns neue Pigmente holen aus dem Aquarellkasten, dem Näpfchen oder der Mischpalette mit der abgetönten gelben Farbe und dann den Rundpinsel, egal wo du anfängst, von der Sonne ausgehend mit einem kleinen Abstand, mit einem kleinen Weißraum nach außen bis zum Rand des Papiers ziehst. Du setzt den Pinsel also ein paar Millimeter neben der Sonne irgendwo am Rand an und ziehst ihn dann in einer Linie, die auch gar nicht gerade sein muss. Die darf auch ruhig so ein bisschen schief und krumm sein, bis zum Papierende, bis das Papier aufhört und der Strich dann quasi vom Papierrand abgeschnitten wird. Und genau das machen wir jetzt, entweder im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, wie du möchtest, mit ganz, ganz vielen verschiedenen förmigen Sonnenstrahlen, verschiedenen flächigen Sonnenstrahlen. Du kannst dir also wirklich auch die Strahlen mal dicker und mal dünner machen. Immer so ein bisschen zittern dabei und schief und krumm malen. Die müssen also nicht kerzengerade sein. Achte einfach auf den Moment, auf das Gefühl beim Ziehen des Pinsels über das Papier, beim Schieben der Pigmente von der Mitte nach außen. Wir gehen hier wirklich von der Wärme der Sonne, von der Sonnenkraft bis nach außen, bis der Pinsel dann wirklich vom Papier sozusagen runterfällt, runterrutscht und der Sonnenstrahl aufhört. Wenn du merkst, der Pinsel ist irgendwann zu trocken, da passiert nicht mehr viel, hol dir einfach entweder neues Wasser aus dem Wasserglas oder Wasser und ein paar neue Pigmente aus dem Aquarellkasten. Ganz so, wie du es möchtest, wie sich's für dich in diesem Moment jetzt gerade gut und richtig anfühlt. Und dann male einfach Sonnenstrahl für Sonnenstrahl von der Mitte nach außen gehend.
Hol dir neues Wasser, hol dir neue Pigmente, ganz so, wie du es brauchst. Du kannst genauso Sonnenstrahlen nach außen hin verbinden und mal dicker malen nach außen hin. Sie also mit wenig Druck beginnen, direkt neben der Sonne im Zentrum und dann mit viel Druck nach außen beenden. Oder einfach mal ein paar dickere Sonnenstrahlen dazwischen mal mit viel Druck auf dem Pinsel. Alles, was sich für dich gerade in der Hand und im Herzen gut anfühlt. Genau das ist auch richtig, jetzt und hier im gegenwärtigen Moment. Nichts anderes zählt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Keiner bewertet deine Sonne am Ende. Genieß einfach diesen Moment mit dir selbst, mit mir im Ohr und vor allen Dingen mit deinem Papier und deiner wärmenden Sonne. Versuche auch ganz bewusst, nicht in Hektik zu verfallen, sondern die Ruhe wahrzunehmen, die sich automatisch beim Malen der unzähligen Sonnenstrahlen ergibt und einzutauchen in diesen meditativen Prozess. Du musst nichts erreichen, du musst nichts leisten, du musst kein perfektes Ergebnis erzielen. Du sollst dich einfach voll und ganz hingeben. Diesem Erlebnis des Ziehens der verschiedenen Sonnenstrahllinien. Schau dabei auch gar nicht auf die Uhr. Es ist nicht wichtig, wie schnell du die Sonne fertig gemalt hast, wie schnell du alle Sonnenstrahlen im oder gegen den Uhrzeigersinn fertiggestellt hast. Es geht wirklich nur um den Moment, den du jetzt gerade erlebst. Genieße also wirklich, wie langsam der Pinsel auch von der Mitte nach außen gehend über dein Papier läuft. Hör auf die Geräusche, die er dabei vielleicht macht. Achte auf deine Hand, welche Muskeln angesprochen werden, welche Muskeln du benutzen musst, damit der Pinsel gehalten wird, damit der Pinsel übers Papier gezogen wird. Und verbinde dich so auf eine ganz natürliche und einfache Weise mit dir selbst und dem, was sich in dir befindet, nämlich deinem ganz natürlichen inneren Künstler. Du kannst das Malen und Gestalten der Sonnenstrahlen auch dazu nutzen, deinen Atem bewusst zu kontrollieren und dadurch auch in eine Art Atemmeditation überzugehen. Zähle zum Beispiel für dich in deinem eigenen Geist beim Malen eines Sonnenstrahls von innen nach außen auf 1, die Einatmung. Und beim Malen des nächsten Sonnenstrahls auf 2 die Ausatmung. Dann auf 3 die Einatmung des nächsten Sonnenstrahls und auf 4 die Ausatmung des weiteren Sonnenstrahls. Und mit diesem ganz, ganz einfachen, wiederholenden und ansteigenden Zählmuster kannst du bei so einem ganz einfachen Motiv, das wir heute malen, deinem Atem bewusst kontrollieren, deinen Atem durch das Zählen und die Zählarbeit ganz bewusst auch dazu nutzen, um noch tiefer einzutauchen in diesen Meditationsprozess, in diesen Rhythmus, aber vor allem auch in die Verbindung mit dir selbst. Denn indem du dich erstens auf das Malen konzentrierst und das Ziehen der Linien, der Sonnenstrahlen, aber eben auch auf
das Zählen der Zahlen beim Atmen, wirst du schnell feststellen, dass alles, was gerade vielleicht sonst noch so passiert, im Außen an Geräuschen, Sinneswahrnehmungen, aber vielleicht auch im inneren Gedanken, Sorgen, vielleicht neigst du dazu, so wie ich, schon an später zu denken, was passiert nach der Meditation, an morgen zu denken. All das entfällt, indem du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst, und das gelingt dir durch das Malen, das Bewusstwerden der Linien, der Muskelbewegungen, aber auch das Zählen deiner Atemzüge. Wenn du dich dem Ende entgegenneigst, also deine Sonnenstrahlen fast einmal rundherum gemalt hast, neigst du vielleicht noch viel mehr dazu, jetzt schon dein Gesamtbild zu betrachten und irgendwas innerlich festzustellen, zu bewerten, abzuwerten. Das Gelb schaut nicht schön aus. Der Kreis ist jetzt aber irgendwie gar nicht mehr rund. Oh, da ist aber viel Platz zwischen den Sonnenstrahlen. Soll das so sein? Hat sie sich das so vorgestellt? Nimm diese Gedanken, diese Bewertungen, diese Sorgen, die du dir vielleicht machst, die sich dein innerer Kritiker vielleicht gleich wieder macht. Nimm sie wahr, aber lass sie nicht an dich rankommen. Nimm sie einfach wahr, sag liebevoll, ach, hallo, und lass sie weiterziehen. Gib ihnen nicht die Kraft und die Chance, in dir zu wüten, dir Sorgen zu bereiten, dich und dein Erlebnis, was du hier gerade erlebst, in Frage zu stellen. Nimm sie einfach nur wahr und winke ihnen auf Wiedersehen, so wie Wolken, die vorbeiziehen, oder Wellen, die kommen und gehen. Wenn du nun, so wie ich, irgendwann am Ende angekommen bist, dann wasch deinen Pinsel auf jeden Fall noch aus, bevor du ihn weglegst, und betrachte dein Ergebnis nun einmal mit vollkommenem Wohlwollen. Versuch nochmal ganz bewusst die Bewertung dessen, was du da vor dir siehst, was du jetzt gemalt hast, wegzulegen, abzulegen und einfach gar nicht zuzulassen. Versuch einfach völlig objektiv zu sehen, was sich da befindet, nämlich eine Sonne und viele, viele kleine wärmende Sonnenstrahlen, die vom Zentrum der Sonne ausgehen und nach außen strahlen und genauso wie die Sonne auf dem Bild auch in dich hineinstrahlen, aus dir herausstrahlen sollen, dich in Zukunft und auch den heutigen Tag über noch wärmend begleiten sollen. Nimm das als Ergebnis mit aus dieser Malmeditation, als kleine Reflexion noch und vielleicht auch Inspiration in den Alltag, und schließe wirklich diese Malmeditation mit einem selbstfürsorglichen Gedanken, dass du jetzt was für dich gemacht hast. Du hast dich mit dir selbst verbunden, du hast dir was Gutes getan und du warst für dich selbst da, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, großartige Leistung und begleitet dich jetzt und den gesamten Tag hindurch. Ich freue mich, wenn dir diese zweite Mal-Meditationseinheit mit mir gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer auch über dein Feedback zu der zweiten Runde. Es ist immer noch ein vollkommen neues und exploratives Format für mich, was mir unheimlich Freude bereitet. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die Kreativität, wenn du mehr Materialien vielleicht auch shoppen möchtest, andere Farben vielleicht auch noch dir besorgen möchtest für zukünftige Meditationen, dich da ein bisschen austoben möchtest, schau gerne mal unseren Online-Shop vorbei, den Frau Hölle Online-Shop auf frauhölle.com.
Oder wenn du noch mehr Mal-Meditationen erleben möchtest, dann abonniere natürlich diesen Podcast. Alle 3 bis 4 Wochen gibt es eine neue Meditationseinheit für dich. Oder setz dich auf die Warteliste für unser Create and Care-Programm, was im Dezember zum ersten Mal startet. Und auf jeden Fall noch sehr viel mehr dieser Meditationen, aber auch Kreativanleitungen für einen selbstbesorglichen Alltag für dich bereithält. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.